Hallo Leute, mein Name ist Hotzase und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Heute in dieser Folge wieder im Untergrund. Und ein bisschen zur Orientierung. Da oben, das ist die Rückseite von unserem Acheron-Fluss. Und die Blöcke da drüben, das ist die Oberkante des Pfads, der weiter in die Unterwelt führt. Hier oben rauf geht's zum Ausgang. Und was wir hier bauen werden, ist eine Farm für Dripstone. Die ist 9 Blöcke hoch und wir machen 2 Module. Seite an Seite und ein Modul ist 3 breit, das heißt, wir brauchen 6 Blöcke auf der Seite. Ich brauche ein bisschen Platz hier in meinem Inventar. Wir brauchen ein bisschen Redstone. Und dann schauen wir, was wir hier erreichen können. Ich denke, ich beginne mal mit dem Collection-System. Das geht vielleicht sogar noch etwas weiter nach unten. Das Sammelsystem ist fertig. Es ist recht einfach. Hier 2 Linien mit Gleis mit einem Hopper Minecart, der hier drüber fährt und unterwegs angeschoben wird und hier auf einem Hopper landet. Und wenn wir hier im Hopper was drin haben, dann haben wir hier den Comparator, powert diesen Block. Hier darunter ist eine Redstone Torch, das heißt, wenn wir da ein Signal rausbekommen, löscht die Torch aus. Dieser Block ist nicht mehr gepowert. Der Repeater ist nicht gepowert. Dieser Block ist nicht gepowert. Das Gleis ist nicht gepowert. Und erst wenn der Hopper leer ist, dann haben wir wieder Power auf dem Gleis. Und alles landet hier in der Kiste. Nun aber zur eigentlichen Farm. Da brauche ich etwas Dripstone-Blöcke, denn hier über dem Gleis, das ist unsere erste Ebene. Und wir ziehen das hinten bis kurz bevor das Gleis sich biegt. Denn ich habe festgestellt, es ist nicht immer ganz vorteilhaft, wenn das Gleis, wo eingesammelt wird, hier eine Kurve macht. Vielleicht müssen wir sogar hier ein paar Blöcke mehr raushauen, denn wenn der Minecart hier rumgeht, dann kann es sein, dass die Hitbox hier etwas in der Wand ist, was ihn zusätzlich ausbremst. Dann hier auf der Seite kommt noch ein Block ran, da. Und dann können wir die wieder entfernen. Und dann haben wir hier so einen Schacht links und rechts. Und darüber kommt der interessante Teil mit dem Redstone. Eine Seite ist fertig. Und so wie das funktioniert, ist Stalaktiten und Stalagmiten können von oben oder unten wachsen. Und wenn sie hier in die Mitte wachsen und von diesem Observer
erkannt werden, dann werden die beiden Pisten oben und unten getriggert und brechen den Dripstone. Er fällt runter und wird dann hoffentlich hier unten aufgesammelt. Und das sieht so aus. Die obere ist etwas versetzt nach der unteren. Und wir können uns anschauen, wie das hier hinten aussieht. Vielleicht machen wir das am besten so. Hier haben wir den Observer. Der powert hier eine Redstone-Line, welche den Node-Block unten powert. Und das triggert die untere Piste. Und dann hier geht das Signal weiter in einen Repeater auf 2 Ticks. Der wird von einem Observer detektiert. Und dann hier oben wieder Redstone zurück, gleiches Programm wie unten und da powert die Pisten. Und weil wir hier einen Repeater haben plus Observer, haben wir oben etwas mehr Delay bei der Pisten oder beim Kolben, wie der so schön auf Deutsch heißt. Und jetzt muss ich das Ganze hier noch auf der anderen Seite auch platzieren. Nun, da die zweite Seite auch fertig ist, bleiben noch zwei Dinge zu tun. Nummer 1, wir müssen hier oben Wasser reinfüllen. Und das ist hier etwas dunkel. Brauche hier eine Wasserquelle. Und dann haben wir hier einen. Mache ich das einfach mal. So, in der Hoffnung, dass ich das dann überall habe und dann hier hinten im Eck noch und dann sollten das alles Source-Blöcke sein. Genau. Und dann mache ich hier das so und dann muss ich dieses Trapdoor damit ersetzen. Mache ich so. Wunderbar. Und dann können wir hier oben zumachen. Und alles, was uns jetzt noch fehlt, ist, wir müssen Dripstone oben platzieren. Und dann ist unsere Farm fertig. Mit dem Dripstone unten und oben platziert, welches es nicht mal bräuchte, der wächst eigentlich von alleine. Aber wenn wir ihn hier unten platziert haben, dann kann nichts darauf spawnen. Und für eine bessere Sichtbarkeit habe ich hinten auch eine Lichtquelle reingemacht, so dass wir erkennen können, wie stark die Dripstone bereits gewachsen sind. Und jetzt heißt es warten, bis wir hier das erste Mal ernten können. Aber damit haben wir wieder eine Farm von oben hier unten reingebracht. Und langsam wird der Platz da oben hinter dem Netherportal leer. Und wir können uns dann irgendwann mal überlegen, was wir da sonst platzieren. Aber das war's für heute. Nächstes Mal ist die nächste Farm dran, die wir von da hinten woanders hin verschieben. Also bis dann und tschüss!